So, herzlich willkommen zurück bei Jack the Lions 2. Wir haben gestern die Samside östlich wieder eingenommen und die westliche verloren. Yippie, großartig. Aber jetzt erstmal kurz schauen, dass wir hier die Milizen ausgebildet kriegen in der gerade frisch eingenommenen Samside. Und dann, was ist mein Plan für heute? Mein Plan für heute ist, diese Samside hier einzunehmen, damit ich dann auch endlich mal ein bisschen Mobilität mit dem Helikopter kriege. Vielleicht nehme ich noch diese ein und eventuell alternativ werde ich mal versuchen, meine Leute zu befreien aus Tixa. Das könnte aber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen werden. Ich glaube nämlich, dass ich da lieber für dann noch ein bisschen besseres Equipment und allgemein Zeug brauchen könnte. Ich schaue gerade, vielleicht hat Bobby Race ja noch was Nettes im Angebot für mich, was bis dahin ankommen könnte. Geld habe ich sowieso genug. Dann gucken wir nämlich Narren oder so. G3A3, ja, in den Limit. Kann ja brauchen. Ammo. Hier ist nichts Spannendes dabei. Oh, Kevlar Leggings. Das ist sehr spannend, was dabei ist. Gasmasken. Ich glaube, ich hatte schon mal welche gekauft, aber man kann nie genug davon haben. So, Bipod, Duckbill, Minendetektor, Camouflage Kit. Ja, irgendwas gebraucht? Was Cooles? Nein. Okay, das lassen wir liefern nach Drassen. Und zwar per Übernachtexpress, denn diesmal haben wir es ja. Gut. Ich werde gleich noch ein, zwei Mal bei Bobby Race reingucken, ob es irgendwie was Cooles gibt. Und das dann mitnehmen. What's up, dude? Ja, es geht weiter. Nicht hier noch lang. Die Überreste einiger weniger erfolgreichen Schlachtzüge. So, Samside. Wow. Knaller. mal schauen, was passiert. Cambria wird angegriffen. Peng, 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 peng. Keine Beförderung. Wie doof. So. Könnte auch mal wieder hier in Samona vorbeischauen und nach neuen Waffen gucken. Aber momentan sind die Jungs eigentlich ganz gut ausgestattet, muss ich sagen. Ready, Ace. Aber mal gucken. Mal kurz vorbeischauen. Oh ja, wir können eigentlich auch mal Speck wieder bezahlen. Oder Speck, keine Ahnung. Ja. Ich bezahle ja schon. Alles klar. Bobby Race hat irgendwas Cooles dabei. Guns. Call Commando, Axu, Huber Mini, SKS. Ja, jetzt nichts Atemberaubendes hier. Hier sind ja die. Oh, sowas ist interessant. Sowas finde ich immer super interessant für mich gerade. Brauchte Waffen nur einmal fallen gelassen oder so. Keine Ahnung. So. Genau das werde ich am nächsten Tag nochmal gucken. Ich brauche nämlich unbedingt Zeugs. Das erste von Bobby Race dürfte schon da sein. Ja. Gut. Vielleicht kaufe ich auch noch einen Söldner ein. Wer nicht? Train. Practice. Leadership. Aber die Jungs weiter das machen können, wofür ich sie bezahle. So gestern kann ja außerdem noch guter Mechaniker sein, aber was soll's. Ich weiß gar nicht, wie oft sich Bobby Race Angebot aktualisiert. Vielleicht jetzt schon. Nur kurz vorbeischauen. Bobby Race. Waffen und Zeugs. Munition. Hier ist das Misk. Nee. Hier gibt's nichts Neues. Hier gibt es gar nichts Neues. Oh, eine AKM. Und eine G3. War habe ich vorhin eingekauft. Und eine Tommy Gun. Oh, Kevlar Leggings. Kevlar Leggings will ich haben. Für alle meine Leute am besten.
wieder nach Drassen per Übernachtexpress. Kommt noch morgen früh an, hoffe ich mal. Ich bin gespannt. Besonders für die Granaten freue ich mich jetzt natürlich. Das ist nämlich... Ich habe hier einen Granatwerfer, den benutzen. Cool. Coole Sache. What's up, dude? Ah, das ist fertig. Können wir hier... Schwupp. Nochmal kurz schauen, ob es hier Sachen zum Auflesen gibt, die interessant sind. Stun Grenade vielleicht. Die Mark 10, eventuell. Und dann können wir uns ja schon mal hier begeben. Schauen, ob da vielleicht irgendwo noch was Interessantes liegt. Erst zwei E-Mails jetzt. Ja, yeah, wieder eine. Kurz nochmal schauen. Nee. Nee, nichts Neues. Noch nichts Neues. I'm here. Schwupp. Schwupp. Nochmal ein bisschen 10-4. Zeug zusammentragen. Road trip's over, man. Hier gibt's nichts zu sehen. Road trip's over, man. Hier vielleicht noch irgendwas Nettes. Medkits natürlich. Gasmasken. Und hier diese Wasserflaschen. Da kann ich auch gut ein paar von gebrauchen. Die Pot. TNT ist nicht ganz so praktisch, da ich ja, soweit ich mich erinnere, nochmal Bobby Rays. Gucken. Jetzt noch was Gutes dabei ist, dann nehme ich das ebenfalls mal mit. Bei dem jetzigen Upgrade. Nee, scheint aber... Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Nee, schaut nicht so aus. Aber hier können wir jetzt kurz mal schauen, was uns der Weihnachtsmann quasi gebracht hat. Oh, hier stehen noch der geile Einkaufs... Ja, Einkaufswagen, der geile Eiswagen. Den können wir gleich hier losfahren. Warum eigentlich nicht? Was ist denn das hier? Warum stehen denn hier? Achso, das ist ein normaler Zivilist. Ja, wo latscht ihr denn lang? Ach, hier, da habe ich aufgemacht. Okay, ja, ist gut. Ich glaube, es wurde irgendwo auch gesagt, muss ja auch irgendwo noch die weiteren Killer von Hitman rumlungern. Diesen Städten müsste man eigentlich relativ sicher sein, weil man sieht ihn ja über die. Über die Miliz und die helfen einem dann auch entsprechend. Stop. Gotta breathe. Happening. Schauen, was haben wir denn hier für cooles Zeugs. Ein paar Gasmasken. Jetzt sind wir wieder genannt und ganz interessant, Hosen. Liegen voll im Trend. Camo Kit. Report. Zwei Beine. Noch eine Gasmaske. Kann man nie genug von haben. Schalldämpfer. Gut. Damit machen wir uns dann hier auf. Okay. Auf Schall ist ja noch keine Dicklicht dabei. Liegen hier überhaupt irgendwo welche? Das wäre nämlich ganz cool. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Das wäre mir auch zu doof, da jetzt hinzugehen. Für Nicklichter. Vielleicht irgendwo. Oh, vielleicht hat ja dieser Shop irgendwas. Also wir können dann auch eine kleine Quest vielleicht erledigen. Put in a hell of a sh- I'm in on that. I still got a few. Was machen wir vorher? Hat was mit den Hillbillies hier zu tun. I'm Bush. I was just gonna say. Put in a hell. I'm in on that. Ja, ist gut. Ruht euch aus. Die ganze Nacht ruhig. Um 6 Uhr schlafen gehen ist schon okay.